ginge es nicht auch darum, den Stars von morgen die Lust auf den Sport zu erhalten, weil Fairness eben doch ein unantastbares Gut ist, könnte man sich kopfschüttelnd abwenden. Die Russen leugnen die erdrückenden Untersuchungsergebnisse von McLaren Report und Oswald Kommission, fordern Beweise, da wo offenbar Staat und Geheimdienste genau diese vernichtet haben. Es ist verrückt. Einerseits bin ich gegen Kollektivstrafen, aber auf der anderen Seite habe ich nach all den positiven Tests im letzten Jahr den Glauben verloren. 25 russische Athleten sind bereits gesperrt. Vom Glanz der Putin-Spiele ist nichts mehr übrig. Unter den Gesperrten finden sich auch die Olympiasieger in Langlauf-Skeleton und Bob. Und noch sind längst nicht alle Verfahren abgeschlossen. Die Tschechin Gabriela Kukalova hat sich, anders als viele, die sich bei diesem Thema lieber bedeckt halten, auf ihrer Facebook-Seite sehr klar geäußert. Die Meinungen dazu gehen auseinander, auch über die Grenzen des Anstands hinaus. Pyeongchang, also ohne die Russen, Athleten bestrafen für ein betrügerisches System, dem sie sich kaum entziehen können, keine Option für den deutschen Trainer. Die einzige Möglichkeit für mich als Trainer war, sämtliche Trainingslager im Prinzip im mitteleuropäischen Raum durchzuführen. Sprich, unsere Trainingsaufenthalte waren in Ruhpolding, in Österreich, in Antholz und somit halt auch immer greifbar, dass wir auch diese gläsernen Athleten sein können, die das IOC immer verlangt. Unser russischer Fernsehkollege ist inzwischen auch nicht mehr sicher, ob er im Februar was zu kommentieren hat. Ich hoffe, die russische Mannschaft wird in Korea dabei sein, mit Flagge und Hymne. Ein neutraler Status käme für uns nicht in Frage. Der kommende Dienstag könnte richtungsweisend werden für den internationalen Sport und vielleicht auch für ihn hier.